Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge aus Bella Italia und auch in einem neuen Bereich. Und ich bin auch nicht alleine, der Mitaro ist mit dabei. Ja, hallo und hoffentlich die Tonqualität ist jetzt wieder gut. Aber war genug Experimenten, es ist einmal ausprobiert und dann passt das wieder. Ja, guck mal, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier in Pompeji, würde ich sagen. Ja, wir haben den Bereich übernommen hier. Und jetzt eigentlich sollte die erste Folge auch eigentlich nur die Achterbahn sein. Ja. Das war aber dann doch ein bisschen öde über so eine lange Zeit, fand ich. Deswegen gibt es dazu noch ein bisschen was anderes danach. Jedenfalls ist es sehr gut, dass du heute dabei bist, weil du bist ja maßgeblich beteiligt. In der Tat, ja. Was man hier gerade sieht, ich war am Bauen mit der Achterbahn. Das ist noch meine Bahn hier. Ach, das ist noch deine Bahn? Ja, das ist tatsächlich mein erster Entwurf gewesen. Ach so, okay, dann komme ich danach. Okay, dann habe ich ja voll falsch erzählt, ey. Ja, müssen wir noch neu anfangen. Ja, also ich habe ein bisschen Gedanken gemacht, was für eine Bahn da bauen wollte vom Layout her und habe mir dann gedacht, hey, der Mitaro ist der Achterbahn-Experte. Ich baue eine Bahn und dann kann der die nochmal ein bisschen smoothen und gut ist. Das hat dann halt auch wieder, so wie bei uns immer, eigentlich nur so semi-gut geklappt. Ja, wir haben so ziemlich das gesamte Layout umgebaut, ne? Ja, du sagst immer, ich bin Achterbahn-Experte, bin ich ja gar nicht. Ja, aber du bist der Einzige, der bei uns smoothen kann. Nee, ja, gut. Kann der Puffer ja auch. Ich weiß nicht, also bis jetzt war es, fand ich es zumindest immer sehr hilfreich, dir nochmal die Bahn zu geben, bevor sie fertig wird. Einfach, ja, stimmt schon. Das hat schon irgendwie immer was gebracht. Ja, also, wir haben, das Problem war jetzt an der Bahn, das ganze Layout ist ja gar nicht mehr so, wie es jetzt gerade ist. Nee, es ist nichts mehr davon übrig geblieben. Es ist wirklich gar nichts mehr übrig geblieben, doch der Drop ist geblieben. Ja, okay. Es ist nach wie vor eine Achterbahn, also, ja, wir haben viel rumprobiert. Wir haben ein paar AMC-typische Elemente reingebaut, was hier gerade ja nicht der Fall war. Ja, also, wir sind halt... Ja, mehr AMC-Elemente reinkommen, dafür sind ein paar Invasionen rausgeflogen. Ja, stimmt, wir haben jetzt nur eine, ne? Ja. Ja, ist ein bisschen wenig eigentlich. Das ganze Layout ist so, ja, es hat sich entwickelt, sagen wir mal. Was jetzt gut oder schlecht ist, ist was anderes. Ja, das muss man halt entscheiden. Aber es ist, ja, ist jetzt geschehen, mein Gott. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist auf jeden Fall jetzt, die Bahn steht jetzt so, wie sie halt da ist, ist ja auch okay. Dementsprechend muss ich halt auch ein bisschen was von den Sachen, die ich mir so für den Bereich geplant hatte, halt ein bisschen umstellen, weil die Bahn halt jetzt anders ist und so, aber im Endeffekt denke ich mal, ist es besser so. Wir haben ja uns irgendwas dabei gedacht mit dem ganzen Rumprobieren. So schlecht wird es schon nicht sein. Und hier, sehe jetzt gerade, das ist ja so dein erstes richtiges Terraforming, ne? Ja, schon, also Also ich habe noch nicht so richtig Terraform betrieben, aber so in dem Ausmaß, in dem das hier passiert, habe ich das schon gemacht. Aber ich habe mich dann nie so daran getraut, wirklich irgendwas zu machen, was aussieht wie irgendeine Skulptur oder sowas. Also in dem Maßstab Terraform habe ich noch nie getan. Okay. Das ist mehr einfach ein Bergbauen, was ich hier mache, ne? Ja klar, aber glaub, das Hindernis war ja, es darf ja nicht so groß und auch nicht so klein sein, ne? Ja, ich habe diesen Vulkan tatsächlich auch nochmal überarbeitet später, weil er mir einen Ticken zu niedrig war am Ende. Aber es sind, glaube ich, irgendwie 5 Meter oder so gewesen. Es war einfach nur aus verschiedenen Perspektiven, fand ich. Der könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber das, wie gesagt, hat sich nicht so viel dran getan. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, der mal große Überraschung, hätte man gar nicht mit rechnen können jetzt. Die Bahn fährt durch den Vulkan durch. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Falls man das noch nicht gesehen hat. Ja, also der Grundgedanke war halt, dass der Vulkan ein bisschen am Rumoren ist und vielleicht oder vielleicht auch nicht ausbricht, wer weiß das schon. Und durch einen gewissen Teil einer kleinen Geschichte, die da später noch reinkommt, fällt man halt in diesen Vulkan rein und saust dann ein wenig durch die kaputte Landschaft und die zerklüfteten Berge und überall ist Feuer und Explosionen und halt eine Action. Ne? Also ist jetzt nicht so realistisch jetzt, ne, natürlich. Nee, absolut nicht. Also der Bereich ist sehr weit vom Realismus entfernt. Ja. Es hat eine Abenteuerbahn. Ist mal eine Ausnahme zu den anderen Bereichen, finde ich. Ist eigentlich mal eine schöne Abwechslung an sich. Ja, also ich muss dazu auch gestehen, dass ich, als es klar war, dass Pompeji Teil von dem Park wird, eigentlich schon von Anfang an die grobe Idee dafür hatte. Es aber nie weiter verfolgt habe, weil es halt nicht mein Bereich war. Und jetzt habe ich den Bereich ja bekommen und konnte es auch dann noch so ein bisschen weitermachen. Ja.
Ja, aber ist halt, also es hat wirklich gar nichts mehr mit Realismus zu tun, was hier passiert, aber es ist ja auch nicht so wild. Es ist ja einfach ist mal eine schöne Abwechslung zu den anderen Bereichen, würde ich sagen. Ja, war für mich auch tatsächlich ganz, ganz lustig. Ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich jetzt mit den zwei Bereichen, die ich gemacht habe, einen Bereich gebaut habe, der sich komplett im Wasser dreht und einen, der sich im Feuer dreht. Das ist irgendwie... Die Elemente. Ja, aber es ist auch wirklich ein komplettes Kontrastprogramm, ne? Von Venedig, wo ja wirklich alles eher entspannter ist und ruhiger und eigentlich gar nichts groß abgeht, jetzt zu einer Achterbahn, die durch Vulkan fährt. Also, ja, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach das Bedürfnis gehabt nach der ganzen Venedig-Geschichte. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr froh drum, dass ich hier endlich was bauen konnte, wo keine Stadt ist. Endlich irgendwas Naturmäßiges. Ich kann keine Städte mehr sehen. Das ist auch das Einzige, es bricht schon sehr auf. Wenn du von oben schaust, ist das wirklich so eine Grünfläche, ne? Das ist schon. Es stimmt, das ist echt, wir haben gar nicht so viel Grün. Nee, tatsächlich nicht. Also gerade da unten in dem Bereich, wo auch der Bereich hier halt ist, da sind mehr Pflanzen und mehr Begrünung als sonst irgendwo im Park. Ja, das stimmt. Ja, doch, hast recht. Bin auf jeden Fall eigentlich, ich meine, der Bereich ist noch nicht fertig, ich bin auch mitten und bin noch am Bauen davon. Aber ich denke, der wird schon ganz cool. Ich meine, natürlich sieht man jetzt hier wieder weniger, als schon steht, ne? Also ist schon schön geworden, doch. Ja, ja, natürlich. Also wenn ich jetzt zeigen würde, wie der aktuelle Stand ist, dann würde ich das nicht jede Woche hinbekommen, da mich irgendwie weitere Updates zu liefern. Wir müssen ja auch so ein bisschen vorarbeiten, damit das wöchentlich überhaupt möglich ist. Ja, das stimmt. Und das geht's ja gar nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber wenn sie rauskommt, nehme ich mal einfach an, dass Venedig noch gar nicht fertig ist. Auch wenn Venedig eigentlich schon fertig ist. Ja, stimmt. Ja, also hier ist das schon fertig tatsächlich, Venedig, ne? Aber halt in den Folgen nicht. Genau. Ich habe das chronologisch gemacht. Ich wollte eigentlich immer eine Baustelle abschließen, bevor ich eine neue anfange. Ja. Genau, dementsprechend an dem Punkt hier war Venedig schon fertig. Und ich habe auch schon relativ früh, als ich noch mitten bei Venedig dran war, angefangen, mir hierfür Gedanken zu machen. Und ich habe immer mehr Lust bekommen, das zu machen, weil ich einfach immer mehr die ganze Zeit in Venedig diese Häuser bauen musste und die ganze Zeit eine Stadt gebaut habe. Und das konnte ich jetzt einfach nicht mehr sehen, waren meine Gedanken die ganze Zeit hier bei dem Bereich. Ja, und jetzt darf ich ihn ja mittlerweile endlich bauen und das ist sehr toll, muss ich sagen. Ja, ja. Auch wenn es natürlich auch wieder mehr Herausforderungen sind, als wenn es von vornherein denkt. Also, es war ja ursprünglich auch nie geplant, dass der Bereich so, ja, ausartet und übertrieben, aber wieder so komplex wird, wie er jetzt gerade wird. Ursprünglich sollte das einfach ein Darkwood 2.0 werden. So ein schnelles Ding halten. Genau, einfach mal sich so einen Tag hinsetzen und das Ding bauen und gut ist. Hat nicht so ganz funktioniert. Nee, leider nicht. Aber ich glaube, in dem Park ist auch wirklich nichts einfach 0-15 gebaut. Naja. Aber ist auch halb so wild. Im Endeffekt ist es ein schönerer Bereich so. Da steht ja schon meine Variante, kann das sein? Irgendwie habe ich es nicht mitgekriegt. Ja, deine Bande ist schon. Die steht auch schon ein bisschen länger. Ich so, hä, das Element habe ich dann gebaut. Ja, das, ich habe, ja, also, das war noch. Habe ich echt nicht mitgekriegt gerade. Das ist einfach so, oh, gut. Ja, ich muss nochmal im Schnitt reingucken in das Speedbuild, weil ab dem Punkt, wo dein Part kam, hat man nicht mehr so viel erkannt, weil die Kamerabewegung sehr viel schneller war. Ja. Da war das dann auf einmal ganz hektisch, weil ich baue ja sehr langsam und dementsprechend kann ich immer sehr viel beschleunigen. Und ich habe dein Zeug jetzt einfach mit dazwischen geworfen und das war dementsprechend viel schneller. Und da hat man es vielleicht gar nicht so richtig gemerkt, dass das umgebaut wurde. Aber ja, dein Part kam, glaube ich, schon bei 2 Minuten rum ungefähr. Ach, schön, ja. Gut zu wissen. Ist schon ein bisschen her, ja. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ganz viel Spaß gehabt, damit den Eingang- und Ausgangsbereich zu machen. Es war ein Krampf mit dem Terraforming, das ja, das ist, glaube ich, die. Also es war wirklich furchtbar. Ich habe wirklich lange dran gesessen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ganz cool, dass man mit dem Ausgang nochmal durch den Vulkan läuft. Und der ganze Eingangsbereich und Weg wird auch... Ich habe mir was dabei gedacht, deswegen ist es auch ist der Weg, die Wegführung, wie sie ist. Das kommt alles mit Thematisierung und so. Und ja, ich denke, so für einen Einstieg für den neuen Bereich finde ich sehr schön, ganz ja. Nett. Doch, ja. Genau. Ja, dann wird es in Zukunft hier auch weitergehen, parallel zu den anderen Bereichen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch das anschauen wollt. Dann lasst doch gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Genau. Bis dahin. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.